So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Aktien Roundup. Heute wieder mit einem spannenden weiteren, insbesondere auch deutschen Titel. Wir haben in der letzten Zeit ein paar Mal darüber gesprochen, haben ihn aber uns nie so richtig zur Brust genommen. Es ist immer wieder groß die Rede, ja, stagniert der Titel weiter, gibt es einen großen Aufschrei, gibt es einen großen Umsturz in Sachen, trennt man sich vom US-Geschäft, baut man es doch weiter aus. Das alles hat so ein bisschen die Vergangenheit dieses Titels mitgebracht. Der eine oder andere weiß bestimmt schon Bescheid. Wir sprechen heute über die Deutsche Telekom. Und die Deutsche Telekom als großer Weltkonzern, muss man ja mittlerweile sagen, insbesondere wenn man das große Geschäft in den USA betrachtet und dann auch noch in Europa. Wir werden heute einen Blick drauf werfen, wie gesagt, eine kleine Rundreise durch die Geschichte von der Telekom machen, aber wir werden insbesondere auch, jetzt ist das Bild weg, einen Blick auf die Zukunft werfen und wo das Geschäft sich weiterhin bewegen kann. Wir starten aber mit quasi den Ursprüngen des deutschen Telekom-Geschäfts, kann man so sagen. Und die reichen tatsächlich zurück bis ins Jahr 1832. Und was war in dieser Zeit? Ja, wir befinden uns quasi in Preußen, muss man sagen. Und in Preußen bei einem Telegrafenamt. Und das ist eigentlich das, wo man wirklich hin möchte mit der ursprünglichen Geschichte der Deutschen Telekom. Da hieß es natürlich noch nicht Deutsche Telekom, sondern es hieß es war quasi eine Institution, die eine öffentliche Telegrafenlinie zur Verfügung gestellt hat. Und hier sieht man so einen Telegrafenmast mal aus einer technischen Zeichnung. Und da hat eigentlich auch die Deutsche Telekom ihren Ursprung, denn dieser Teil ist der Grundstein für das deutsche Telekommunikationsgesetz, welches dann in der Zeit immer wieder ausgebaut wird und tatsächlich, welches auch dann über die Jahre, über die Kriege hinweg weiter mitgetragen wird, immer leicht verändert, bis man dann nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Gesetz nochmal ein bisschen umgemodelt hat und es zur Gründung der Deutschen Bundespost quasi kam. Und das war tatsächlich die große Institution in Deutschland, in der man Post- und Telekommunikationsdienste zusammengefasst hat. Das waren so die zwei großen Standbeine. Natürlich zukünftig auch mit dem Bankgeschäft, Postbank ist daraus entstanden, Deutsche Post, kommen wir gleich nochmal zu. Aber das war eigentlich so der Ursprung der Deutschen Telekom, denn dann hat man natürlich auch angefangen, sich mit immer neuen Technologien auseinanderzusetzen und auch natürlich dann mit der Internettechnologie auseinanderzusetzen. Und die Deutsche Telekom ist da ursprünglich nach dieser Postreform quasi aus dieser Deutschen Bundespost hervorgekommen, zusammen mit, wir kennen es, mit der Deutschen Post und auch der Postbank dann. Und das war quasi so ein bisschen der Aufbruch oder die Umschulung dieses großen Konzerns in drei weitere Unternehmen, die dann mehr oder weniger alle relativ erfolgreich auch waren. Und das hat man ursprünglich insbesondere gemacht, damit man flexibler ist, damit man besser in Konkurrenz treten kann mit dem Weltmarkt. Das waren so auch die Anfänge, muss man sagen, des Internets und dementsprechend auch so das große Ziel, dort technologisch auch am Ball zu bleiben, muss man so sagen. Die Deutsche Telekom ist dann auch relativ schnell an die Börse gegangen. Nachdem man sich quasi 1995 aufgespaltet hat, ist man 1996 auch in Frankfurt, in New York und in Tokio an die Börse gegangen. Und wir kennen das alle, dann ging die große Börseneuphorie los. Das ist auch der Grund, warum viele immer noch ein bisschen skeptisch auf die Deutsche Telekom als Aktie blicken. Man hat mit einer großen Kampagne, mit einer großen Werbekampagne gestartet. Manfred Krug war so der große Schauspieler, der das Ganze auch mit vermarktet hat. Und man hat dann in eigentlich drei Tranchen Aktien ausgegeben. Der erste Preis lag so bei 28,5 deutschen Mark. Danach ging es weiter hoch. Wenn man das in Euro umrechnet, waren das damals ungefähr 14,57 Euro. Und dann ging es halt bis hoch in die Höhe von fast 40 Euro und dann im Jahr 2000 weiter in die Höhe von fast 64 Euro. Und da muss man sagen, am Ende hat die Deutsche Telekom rund 15 Milliarden in dieser letzten Tranche herausgeholt, 10 Milliarden in der ersten Tranche, 11 Milliarden ungefähr in der mittleren, also die hat ordentlich Kasse gemacht, kann man so sagen, insbesondere wenn man danach halt sieht, dass die Aktie kräftig abgestürzt ist, bis auf ein Tief
von ungefähr 7,55 Euro in der Zeit. Und dementsprechend steckt das noch in vielen Köpfen drin. Viele haben Aktien damals gekauft und ja, sagen sich, heute habe ich immer noch nicht meinen alten Kurs erreicht. Warum das vielleicht nicht ganz so richtig ist und was es da noch so rechts und links zu beachten gibt, das schauen wir uns nochmal an. Das aber tatsächlich so ein bisschen zur ersten Geschichte. Und ja, danach ging so eine Geschichte los nach dieser Euphorie und den dann nicht, ja, wie man schwer sagen kann, nach diesem Platzen der Blase, nach diesem Wegbleiben der Euphorie ging es dann in einen Modus über, in dem man gesagt hat, okay, jetzt haben wir nicht mehr diese große potenzielle goldene Zukunft, sondern wir haben etwas mehr Realität. Wir haben eine Krise, die auch mit der Dotcom-Blase dann auch finanziell und in die Wirtschaft sich getragen hat. Und ja, man wollte eigentlich versuchen, okay, wie kommen wir jetzt wirklich zurück zur Realität? Und man hat dann erstmal keine Dividenden gezahlt. Dann gab es einen neuen CEO. Das war damals Kai-Uwe Ricke und er wollte dann Sparmaßnahmen durchdrücken, Entlassungswellen durchdrücken, um halt der finanziellen Lage eigentlich wieder Herr zu werden. Man hat ja auch hohe Verschuldungen aufgebaut, hohe Investitionen getätigt und irgendwie wollte man ja eigentlich diese Säulen, die man dann hat, weiter ausbauen, das Geschäft weiter stützen. Es hat mehr oder weniger ganz gut funktioniert. Man war dann auch in den LKW-Mauts und den Konsortien rund um diese LKW-Maut beteiligt. Dann gab es aber eigentlich auch relativ bald wieder den nächsten Führungswechsel. Ein paar Jahre später kam dann nämlich der Chef von T-Online, was ja auch eine Marke und einen Ursprung in der Deutschen Telekom hat, an die Führungsposition, muss man so sagen, hat dann versucht, diese vielen Geschäftsbereiche wieder zusammenzuziehen, hat versucht, eine starke Marke zu bauen. Hat eigentlich auch nicht so richtig funktioniert, also in den ersten Zeiten schon. Dann wollte man das US-Geschäft ursprünglich verkaufen, das hat dann nicht geklappt, weil man dort einen Riegel quasi vor die Nase gesetzt bekommen hat und die Regulierer eigentlich gesagt haben, nee, das geht nicht. Also man wollte es eigentlich ursprünglich an AT&T verkaufen, lange Zeit der größte Telekommunikationsanbieter in den USA, das Unternehmen. Wurde dann nichts draus, das heißt, am Ende gab es keinen Deal, man musste das Geschäft so weiter betreiben, es kam aber nicht so wirklich in Schwung. Erst halt im Jahr 2013. Und 2013 war auch tatsächlich das Jahr, in dem dann der neue CEO, auch der jetzige CEO, noch an den Tag kam. Timoth Höttgens, muss man sagen. Und er hat halt eine neue Strategie, eine etwas modernere Strategie in das Unternehmen gebracht. Sehr auch auf die USA fokussiert, hat auch die Cloud-Sparten weiter ausgebaut, also Cloud-Technologie weiter ausgebaut. Er hat viele Kooperationen geschlossen mit großen Unternehmen und hat halt auch es geschafft, über Fusionen und Auktionen das US-Geschäft weiter auszubauen. Also 5G-Masten waren da ein großes Thema, muss man sagen. Das ist ja immer wieder ein Thema, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist und wo die Technologie liegt. Das ist nochmal ein anderer Streitpunkt, wo sich viele darüber einig werden. Rein von dem wirtschaftlichen Standpunkt ist es aber so, dass es natürlich die neue Richtung des Telekommunikationsnetzwerks viel schneller, viel flexibler, als es bei 4G der Fall war. Und über Zukäufe in den USA hat man es tatsächlich geschafft, dieses Netz weiter auszubauen und hat damit auch diese US-Tochter in Schwung gebracht. Und tatsächlich ist das auch der Teil, der mittlerweile einen sehr großen Anteil macht. Wir schauen gleich mal auf die Werte und den Chart in beiden Richtungen. Und das ist tatsächlich auch der Teil, wo so ein bisschen das Zukunftsgeschäft aktuell in den USA liegt. Man hat zwar trotzdem noch ein großes Geschäft in Deutschland, man ist in vielen Bereichen immer noch Marktführer, auch in Europa ist man in vielen Teilen aktiv. In den USA hat man eigentlich ein spezialisierteres Geschäft, wirklich stark auf Telekommunikation, auf Endnutzer, gar nicht so breit, wie wir es in Deutschland kennen, mit vielen Geschäftsbereichen über Fernseh und. In den USA ist das alles ein bisschen zentrierter. Vielleicht nochmal so ein bisschen, um zu zeigen, was gibt es noch für einen Geschäftsbereich. Es gibt noch die T-Systems, die sieht man hier in Magdeburg. Da kümmert sich man auch insbesondere natürlich um Technologie-Themen. Es gibt das Thema Glasfaser, das ist immer wieder wichtig. Und warum ist jetzt eigentlich im Ganzen, oder warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Ja, weil das Thema Telekommunikation immer noch sehr, sehr relevant ist. Und das wird ja oftmals für sehr tot erklärt, wenn man sagt, hey, der Markt ist ziemlich gesättigt, es passiert nicht mehr so viel. Das ist zu großen Teilen natürlich auch richtig, insbesondere wenn man in die Industrieländer blickt. Allerdings, insbesondere wenn man auf einen globalen Markt schaut, dann sieht man, dass
Man hat viel, viel mehr Menschen überhaupt ein Smartphone besitzen, insbesondere auch im Vergleich zu einem Computer. Also die Computereuphorie geht fast wieder zurück. Es ist teilweise so, dass Menschen nur noch Smartphones besitzen und insbesondere auf einem globalen Zyklus sieht man das. Also auch wenn man in Entwicklungsländer schaut, immer auch da gibt es immer wieder vermehrt Smartphones, auch in Bereichen, wo die Leute ja, selbst gar nicht mehr in richtigen Häusern leben. Es sind oftmals wirklich Smartphones vorhanden und dementsprechend auch oftmals die Möglichkeit, sich ans Internet anzubinden. Wir kennen das auch in vielen, vielen Bereichen, muss man sagen, wo ja, wir eigentlich Bank- und Finanznetzwerke und eigentlich über das Smartphone abbilden wollen. Wir kennen das von Apple, wir kennen das von vielen weiteren Technologiekonzernen, die genau darüber halt den Zugang suchen. Ja, und das alles benötigt am Ende Telekommunikation und Internet in einer gewissen Form. Auch da gibt es natürlich Ideen, das Ganze zu ersetzen. Amazon oder auch der Elon haben ja immer mit Starlink zum Beispiel Ideen, wie man auch das irgendwie anders nutzen kann. Im Kern ist aber vieles dieses Geschäftes noch über Kabel oder halt über diese Telekommunikationsmasten abgebildet. Und die kommen nun mal von den wenigen großen Anbietern. Und dementsprechend ist das auch ein Markt, der weiter im Fokus steht, insbesondere auch ein Markt, der weiter wächst, insbesondere was die Volumina betrifft. Weil während früher viele Anwendungen, Bilder, Dateien sehr, sehr kleine Größen im heutigen Vergleich haben, benutzen wir heute immer riesige Datenmengen und diese Datenmengen müssen natürlich irgendwie von A nach B kommen. Und dementsprechend ist dieser Telekommunikationsmarkt immer noch eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Markt und auch ein sehr, sehr moderner Markt. Um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen auf die Telekom, wollen wir mal einen Blick auf den Chart werfen und ich habe das hier mal mitgebracht. Und wir sehen ganz gut, wie sich die Telekom eigentlich sehr, sehr positiv entwickelt hat, wenn wir zumindest auf die letzten 2, 3 Jahre blicken. Also der Kurs hat sich, muss man sagen, seit dem Corona-Tief, ich zeichne hier gerne mal den Trend ein, sehr, sehr positiv entwickelt. Selbst wenn man hier das mal so durchnimmt, dann sieht man eigentlich auch einen ziemlich beständigen Aufwärtstrend, der hier mal leicht durchbrochen wurde. Zur Mitte des letzten Jahres, muss man so sagen, also Anfang Frühling, wenn man im März ist, der aber sonst sehr, sehr beständig ist und der auch der Kurs sich eigentlich kontinuierlich hier über dieser 200-Tageslinie hält, jetzt auch wieder, nachdem die letzten Tage auch wieder ganz positiv gelaufen sind, muss man sagen, oder die letzten Wochen. Wenn man natürlich ein bisschen weiter in die Vergangenheit blickt, dann zeigt sich auch hier ein etwas spannenderes Bild. Wir sehen natürlich einmal die große Euphorie, die wir hatten zu Zeiten des neuen Marktes, wie die Aktie danach auch eingebrochen ist. Aber wir sehen halt auch, wie sie sich sehr, sehr kontinuierlich positiv entwickelt hat. Wer sich jetzt fragt, hier stehen ja gar keine 100, es gab natürlich auch nochmal Aktiensplits und Veränderungen und in dieser Zeit. Wichtig aber, was man hier halt sehen kann, ist, und deswegen klappe ich das hier unten nochmal so ein bisschen auf, wir sehen halt auch, dass die Bewertung trotzdem eigentlich relativ niedrig ist. Also wir haben eigentlich einen ganz positiven Verlauf. Wir haben aber trotzdem eine relativ günstige Bewertung, wenn wir hier auf einen KGV von 5 blicken. Woran das liegt, wir schauen gleich nochmal ein bisschen auf die Geschäftsbereiche der Telekom. Was wir aber auch sehen hier unten sind die Dividendenzahlungen. Und die Dividenden werden tatsächlich relativ beständig gezahlt. Und das ist auch ein großer Fakt, warum man bei der Telekom insbesondere nicht nur auf den Kurs schauen sollte, sondern halt auch insbesondere die Dividende mit einberechnen sollte und eventuell auch Dividendenreinvestments, also wieder investierte Dividenden mit ein oder mit sich ansehen sollte, denn die verändern das Kursbild ganz, ganz signifikant. Was noch spannend ist, ja, wir haben ja ungefähr eine Marktkapitalisierung aktuell von 108 Milliarden und wenn wir jetzt mal auf die Deutsche Telekom, also die Telekom in den USA gucken, T-Mobile, US in diesem Fall, dann sehen wir hier ein ganz spannendes Bild. Und zwar ist dieses Unternehmen knapp 172 Milliarden Dollar wert und ist aber eigentlich ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom. Ein Unternehmen, was zu mittlerweile ungefähr 52% immer noch zur Deutschen Telekom gehört. Und damit kann man sich auch ganz gut ausrechnen, wie viel Marktkapitalisierung potenziell in den Raum der Deutschen Telekom sich befindet. Wir sehen das später auch nochmal in den Umsatzverteilungen, was tatsächlich was für eine große Relevanz dieses Unternehmen mittlerweile im Rahmen hat. Wir sehen aber, wie gesagt, auch ganz gut, dass wir einfach einen sehr, sehr positiven Kursverlauf hatten, und zwar insbesondere seit dem Jahr 2013. Davor
Ja, muss man sagen, hat sich nicht so viel getan. Der Kurs hat sich nicht sehr positiv entwickelt, aber seitdem nimmt das Geschäft sehr stark Fahrt auf. Und das liegt insbesondere auch an diesem Netzausbau, an den Fusionen und an den 5G-Masten, die man sehr, sehr stark in den USA weiter ausbaut. Und wir sehen aber, dass die Aktie hier auch deutlich, deutlich teurer ist. Also wir haben hier ein Kursgewinnverhältnis von 23. Wir kommen von nochmal deutlich höheren Werten. Und ja, das liegt insbesondere halt daran, dass hier sehr viel mehr Wachstumsfantasie noch steckt als in den Kernmärkten, die man in Europa hat, in Deutschland hat. Da ist man Marktführer, da ist man sehr beständig, da ist aber auch ein Potenzial deutlich geringer gegeben, als man das aktuell in den USA sieht. Ich habe jetzt viel über Umsatzzahlen gesprochen, lasst uns gerne mal drauf schauen und das hier sind jetzt mal die Zahlen, die wir hier aus der letzten Zeit haben und wir sehen so ein bisschen, wie die Beiträge der einzelnen Segmente des Unternehmens zum Umsatz beitragen. Und wir sehen ganz gut, Europa macht 10% aus, Deutschland, also Ex-Europa, also Europa natürlich Ex-Deutschland, Deutschland dann nochmal als Kernmarkt, als ursprünglicher Markt 22%. Dann sehen wir hier unter noch ja, die kleineren Bereiche, wie gesagt, das Systemgeschäft, über das wir gerade eben kurz gesprochen haben. Was ja insbesondere halt sich auch mit dem Cloud-Bereich be beschäftigt, mit Digital Security beschäftigt, mit öffentlichem Transportwesen tatsächlich aber auch beschäftigt. Also viele Produkte anbietet, die genau in diese Bereiche treffen und auch in diese Infrastrukturbereiche treffen. Dann haben wir, wie gesagt, das Europageschäft, in dem sind insbesondere neun Staaten eigentlich untermauert, in denen viele, viele Produkte auch angeboten werden. Zuletzt hatte man sich von dem Geschäft aus den Niederlanden verabschiedet, um mehr in den USA zu investieren. Man ist aber auch, wie gesagt, in einem breiten Segment tätig und muss aber sagen, hat so nicht so richtig viel Wachstum. Ich glaube, 4% waren es jetzt im Vergleich zum Vorjahr, sind aber immerhin rund 50 Millionen Kunden, die man da in Europa noch weiterhin hat. In Deutschland hat man ungefähr 54 Millionen Kunden, hat aber auch einen etwas höheren Umsatz. Man hat auch ein bisschen Umsatzwachstum hier sehen können, muss man sagen. Und hier bietet man halt auch das breiteste Produktportfolio an. Also von Postdienstleistungen, die man ja auch teilweise noch hat, von Prepaid-Dienstleistungen, von halt klassischen Telefonen, von Mobilkommunikationsdienstleistungen und, und. Aber wir sehen halt hier unten insbesondere das USA-Geschäft, in dem halt auch der Großteil der Kunden mittlerweile ist. 113 Millionen Kunden hat man in den USA. Den größten Umsatz hat man mit 75 Milliarden. Und hier hat man das absolute Kerngeschäft richtig fokussiert, auch auf Telekommunikation, auf Endnutzer, auf den Ausbau der Endnutzergeräte, auf den Vertrieb von besserer Leistung, von 5G-Leistung. Und da macht man tatsächlich die großen Umsätze und dieser Umsatz ist auch gewachsen, zumindest wenn man sich das Ganze in Euro anschaut. Wenn man in der US-Währung bleibt, ist es ein bisschen schwieriger. Und das sehen wir, wie gesagt, auch hier nochmal natürlich regional unterteilt. Warum ist das eigentlich so spannend? Denn in den USA gibt es eigentlich zwei weitere große Netzwerke und die sind insbesondere Verizon und AT&T. Zwei Großunternehmen, die zuletzt auch ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Und das liegt aber nicht zuletzt auch daran, dass es halt mit T-Mobile einen weiteren großen Anbieter mittlerweile am Markt gibt und auch einen Anbieter, was man hier sieht, der insbesondere auf diesem 5G-Netz sehr, sehr stark aufbaut. Und das 5G-Netz ist nun mal das wichtige Netz für alle jungen, neuen Kunden, die viel Umsatz, viel, viel Datenvolumen brauchen und damit auch viel Umsatz generieren können. Und tatsächlich hat T-Mobile in der letzten Zeit, und das hat man auch in den letzten Quartalsberichten wieder gesehen, den meisten neuen Zufluss an Kunden halten können im Vergleich zu den beiden Konkurrenten und steht damit, zumindest was das 5G-Netz betrifft, wieder vorne an der Spitze. Und hier sieht man das nochmal so ein bisschen aus dem letzten Quartalsbericht wirklich unterteilt. Also Kernmarkt USA, Deutschland gibt es auch noch weiteres Wachstum. EU gibt es weiteres Wachstum, die Systems wächst, aber ist relativ klein, ist noch so ein bisschen teilweise immer das Sorgenkind wieder gewesen. Da hat man auch wieder Kooperationen mit Amazon, die sind dann wieder zerfallen, sind dann wieder gewachsen und, und. Wie gesagt, im ganzen Gruppensegment sind die Revenues auch gewachsen und wir sehen es tatsächlich auch im EBITDA, also im Gewinn vor Abschreibungen und Zinsen, auch der trägt sich zu großen Teilen aus den USA. Es ist einfach der profitabelste Bereich.
Wir werfen mal einen Blick auf den Snapshot und dann wird vieles nochmal so ein bisschen deutlicher, denn wir sehen wirklich, wenn wir auf das letzte Quartal blicken, trotzdem ein relativ profitables Unternehmen, obwohl man natürlich von sehr, sehr hohen Investitionen spricht und wo man auch sagen muss, man spricht von sehr, sehr hohen Instandhaltungskosten, denn diese Masten müssen gebaut, gepflegt und werden. Das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft und das kostet mehrere Milliarden quasi pro Quartal. Trotzdem sieht man hier, wir haben 28 Milliarden Euro Umsatz, davon bleiben rund 2 Milliarden Euro an Gewinn übrig. Wir kommen also auf eine Profitmarge von 7%, die sich aber zuletzt weiter ausgebaut hat. Also auch wir hatten auch steigende Kosten, aber wir hatten auch steigende Umsätze. Man konnte sie also ganz gut weitergeben. Und was wir hier oben sehen, das ist sehr, sehr spannend, weil das zeigt einem schon mal, wie signifikant doch wirklich auch die Dividende ist. Die liegt bei ungefähr 3,3%. Und steigt jetzt nicht so sehr, wenn wir jetzt in Richtung Dividendenwachstum blicken, dann ist die Telekom tatsächlich eher ein Unternehmen, wo man sagen muss, die Dividendenwachstum ist hier nicht der Fokus, aber beständige Dividendenzahlung ist ziemlich der Fokus. Wie gesagt, 2002, 2003 wurde das mal ausgesetzt, aber sonst sehen wir, dass die Dividenden sehr, sehr beständig auch weiter gewachsen sind, nicht gewachsen sind, gezahlt worden sind und dementsprechend auch ja, einen signifikanten Beitrag zur Gesamtperformance des Unternehmens ja, gezahlt haben. Wir sehen hier unten trotzdem, wir haben sehr geringe Bewertungen mit einem KGV von 5, mit einem Verschuldungsgrad von 2. Also wir sehen, ja, so richtig viel Zukunftsfantasie steckt eigentlich in vielen Bereichen nicht. Und das liegt halt daran, dass das Geschäft, ja, wir haben es gerade eben gesehen, natürlich in bestimmten Segmenten wächst, aber mit 2 bis 5% jetzt keinem riesigen Wachstum vorangeht. Und wir sehen halt insbesondere auch, und das muss man ganz klar sagen, wir haben viel Verschuldung, auch wenn es relativ nur bei zwei liegt, aber immer wieder neue Investitionen, die wir halt tätigen müssen. Und was bei höheren Zinsen ist natürlich das ein absolutes Thema. Es sind hohe Kosten, die dadurch potenziell entstehen können, insbesondere wenn das langfristig aufrechterhalten wird. Und das kann natürlich die gesamte Telekommunikationsbranche schon ziemlich stark treffen. Das kann man eigentlich so im Kern sagen zu dem Snapshot. Wie gesagt, diese Beteiligung wurde zuletzt erhöht in den USA. Das ist ein großes Thema und das USA-Segment wird immer wieder noch größer, insbesondere wenn man halt über die Zukunft spricht. Was wir aber in der Vergangenheit gesehen haben, und das Bild habe ich schon mal gezeigt, ist, dass wenn man den Kurs jetzt mal so ein bisschen wegdenkt und den sehen wir unten in blau, sondern halt sich wirklich mal die Dividenden ansieht und so tut, als würde ich mal die Dividenden immer genommen haben und sie wieder investiert haben, dann sehe ich ganz deutlich, dass mein 1.000-Euro-Investment sich trotzdem sehr, sehr gut entwickelt hätte in den letzten 20 Jahren. Und das liegt halt daran, dass wirklich die Dividenden konstant waren und man sieht nochmal, was die wirklich für eine Signifikanz haben, hier in der orangenen Kurve abgebildet. Und da muss man ganz klar sagen, hätte sich quasi mein Investment von ja ungefähr 1999 hier trotz eines Hochs und eines Falls, das wir dann gesehen haben, ja knapp verzehnfacht. Und das ist schon sehr, sehr signifikant, insbesondere weil man hier in den letzten Jahren auch wirklich eine schöne Beständigkeit in dem Unternehmen sehen kann. Und das spricht tatsächlich natürlich auch sehr, sehr für die Telekommunikationsbranche als sich, weil sie halt doch sehr überlebenswichtig ist. Hier sieht man das nochmal in der Dividendenhistorie. Also es ist wirklich so, dass wir nicht von Dividendenwachstum sprechen können, aber von ziemlich beständigen Dividendenzahlungen. Und auch wenn es immer mal wieder Kürzungen gab und auch wenn es mal wieder Übernahmen gab, muss man sagen, sind halt hier seit 2004 die Dividenden konstant gezahlt worden und das auch in relativ signifikanter Höhe, muss man sagen. Und ja, das macht schon was aus. Wenn man jetzt auf die reinen Performance-Zahlen guckt, dann hat man sagen, wir hatten ungefähr eine Payout-Ratio von 43%. Man hätte also noch Potenzial, dass die Dividende hier auch weiter steigen könnte. Auf der Dividendenwachstumsseite müssen wir sagen, ja, haben wir ungefähr ein Dividendenwachstum im Durchschnitt von 1,7% in den letzten 5 Jahren gehabt. Also es gab dann mal relativ beständiges Wachstum, aber mehr oder weniger vernachlässigbar, insbesondere wenn man auf die letzten 10 Jahre blickt. Ja, das ist so eigentlich das, was man zur Deutschen Telekom sagen kann. Ich werde, wie gesagt, einmal die Umfrage starten und ihr dürft gerne einmal abstimmen, ob wir die Deutsche Telekom denn trotzdem in unser Portfolio aufnehmen oder was ihr denn generell zur Deutschen Telekom haltet.
Trotzdem heißt natürlich jetzt in Betrachtung auf das Dividendenwachstum, wir haben vorne gesehen, es ist eigentlich ein Unternehmen, was, glaube ich, an vielen Stellen so ein bisschen unterschätzt wird, weil wir halt dieses starke US-Geschäft wirklich nicht so vor Augen haben. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es wäre natürlich ein relativ träges, kapitalintensives Geschäft auch an sich haben, wo wir jetzt keine riesigen Wachstumszahlen in den nächsten Jahren eigentlich erwarten können. Wie gesagt, ich starte einmal die Umfrage. Ihr dürft gerne einmal abstimmen. Und dann sehen wir mal, was ihr denn davon haltet. Ich werfe nochmal einen Blick auf das, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, insbesondere in der letzten Woche, nämlich wir werfen einen Blick auf unser Market Roundup Mitgliederdepot, das jetzt fast vor am Ende steht. Denn wir haben ja letzte Woche Broadcom dazu gekauft. Da wart ihr sehr, sehr positiv. Der eine oder andere hat zwar gesagt, hey, es ist ein bisschen teuer. Das ist definitiv auch richtig, aber man muss an der Stelle sagen, es ist natürlich ein Titel, der auch sehr, sehr hohe Qualität aufweist. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. JP Morgan haben wir auch mit aufgenommen. Auch Nike haben wir mit aufgenommen. Wir sehen es also, das Gesamtdepot ist auch hier wieder mit rund 3% im Plus, seit wir es gekauft haben. An wieder dieser Stelle immer noch ohne Dividenden. Und wir haben gerade eben gesehen, was Dividenden für einen riesen Unterschied machen können. Das heißt, jetzt dürft ihr entscheiden, Telekom nehmen wir mit dazu oder halt auch nicht. Von vielerlei Hinsicht immer ja noch als Sorgenkind betrachtet. Ich finde es trotzdem immer wieder spannend, sich dem Thema dann doch mal etwas genauer zu widmen. Auch heute Nachmittag gucken wir uns die Telekom noch mal ein bisschen intensiver an. Wir haben ja jetzt einen Schnelldurchblick gemacht und es ist wirklich ein großer Konzern. Es gibt viel zur Branche zu erzählen. Wir werden das in den Bewertungsschemen dann auch mal wirklich abbilden und gucken, was schlägt da am besten an. Wachstum haben wir gerade eben gesehen, eher nicht, aber es wäre eher ein klassischer Dividendenzahler, auch mit 3,3% einer, der eigentlich eine gute Dividende zahlt. Also für alle, die jetzt im Blick haben, Dividendenzahlung ist mir besonders wichtig. Und wenn man in Deutschland ist, muss man bei der Telekom immer wieder sagen, hier wird die Dividende sogar steuerfrei gezahlt. Das liegt daran, dass das Ganze aus dem Eigenkapital, aus der Eigenkapitalrücklage mehr oder weniger gezogen wird. Ist eine kleine Besonderheit, kann sich theoretisch auch immer mal wieder ändern. Aber in den letzten Jahren wurde die Dividende immer steuerfrei ausgezahlt. Und das kann für den einen oder anderen ja doch interessant sein, der dann sagt, hey, diese steuerfreien Gewinne, die sind mir besonders wichtig bei meinem Aktieninvestment und dementsprechend gerne einen Blick auf die Deutsche Telekom werfen. Wie gesagt, heute noch mal ein bisschen intensiver in der Aktienwerkstatt. Da widmen wir uns auch noch mal so ein bisschen ein, zwei Fragen, die ich schon mitbekommen habe zu dem Depot, zu dem Dividendenwachstumsdepot insbesondere. Aber wir werden natürlich auch so ein bisschen die Telekom noch mal auseinandernehmen, kann man so sagen. Wir gehen auch nochmal so ein bisschen auf die generellen Bewertungsschemen ein. Nächste Woche dann wieder Market Roundup und am 28.11. nachmittags dann auch der dritte Teil des Aktienbasiskurses Orderprozesse und Wertpapiere. Damit ist 11:01 Uhr. Wir sind pünktlich mit dabei. Ihr könnt gerne noch weiter abstimmen. Grundsätzlich sieht die Tendenz sehr, sehr positiv aus. Ich verabschiede mich und wir hören uns heute Nachmittag. Bis dann.